Die Landesfahne Sachsen-Anhalts mitten in Berlin. Luisenstraße 18, das ist die Adresse der Landesvertretung des Bundeslandes in Mitteldeutschland. Der einzige Künstlerclub Möwe, ein prachtvolles Gebäude mit einer noch prachtvolleren Geschichte. Vor 8 Jahren wurde das Gebäude zur Landesvertretung. Hier wird für Sachsen-Anhalt auf Bundesebene geworben und politische Interessen vertreten. In den ehrwürdigen Mauern, wo einst Sophia Loren zu Gast war oder Bertolt Brecht mit seiner Frau Helene Weigel zeitweise wohnte, sind auch heute noch Berühmtheiten zu Gast. 2008 etwa die Schauspielerin Helen Mirren, die hier ihren in Sachsen-Anhalt gedrehten Film vorstellte und den Begriff Sexy Anhalt prägte. Chef des Hauses ist Michael Schneider. Er war von Beginn an Chef der Landesvertretung in Berlins Mitte und versteht es, das Land in aller Munde zu bringen. Die wohl wichtigste Anforderung seines Jobs beherrscht er auf beeindruckende Weise. Wenn es um Sachsen-Anhalt geht, legt sich der Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten gewaltig ins Zeug. In der Mitte Deutschlands haben wir eine so dichte Geschichte gehabt, wie, behaupte ich, kein anderes Land in der Bundesrepublik Deutschland. Und eine so große Vielfalt von jeweils unterschiedlich interessanten, für sich interessanten Landschaften, und da sage ich wieder, wie kein anderes Bundesland. Ein wunderschönes Gebäude mit alten und neuen Facetten, die sich fast unmerklich ergänzen. Natürlich will man die Vorzüge Sachsen-Anhalts noch bekannter machen, zum Beispiel indem man sich für Interessierte öffnet, regelmäßig etwa Politiker, Firmen, Verbände oder die Tourismusbranche einlädt. Ungefähr 25.000 Besucher kommen jährlich in die Botschaft. Dem zuträglich ist ganz sicher ihre privilegierte Lage im Herzen des Regierungsviertels, unweit des Reichstages. Jedes Jahr finden etwa 270 Veranstaltungen in der Vertretung statt. Und was ist für Dr. Michael Schneider, den offiziellen Bevollmächtigten des Landes beim Bund Sein Sachsen-Anhalt? Dass viele Persönlichkeiten, die für mich eine wichtige Rolle spielen, also geschichtliche Persönlichkeiten, insbesondere aus Literatur oder Philosophie, dass viele davon entweder aus Sachsen-Anhalt kommen oder in Sachsen-Anhalt gelebt haben oder in Sachsen-Anhalt gewirkt haben. Also dieser Raum, der hat mich schon immer fasziniert.